kleinen Intro geht es dann auch schon weiter ins richtige Training mit dem Voice-Over. Wenn euch so Intros gefallen, schreibt es ruhig mal in die Kommentare, dann mache ich öfter mal sowas. Ist ein bisschen mehr Aufwand, macht aber auch Spaß, das wirklich mit der Musik passend zu schneiden. Ja, Kurzhantelbank drücken, erster Satz mit 50 Kilo. Also da mache ich das Flachbankdrücken, spüre die Brust da ziemlich gut. Bin da ziemlich tief geblieben mit den Wiederholungen, was das angeht. Also 6 Wiederholungen, dann in der letzten Wiederholung, wo ich gemerkt habe, ich würde keine mehr rausbekommen, bin ich bei der negativen sehr, sehr langsam runtergegangen. Das heißt, ich habe mich da wirklich fokussiert, das ganz langsam abzusenken. Ich habe meinen Kopf hier nicht in der guten Position gehabt, das sieht man ganz gut von der Seite. Also ich habe ihn abgehoben, das habe ich dann selbst gemerkt. Man tendiert leicht dazu, immer den Kopf anzuheben beim Bankdrücken. Dadurch ist aber eine kleine Fehlstellung der Halswirbelsäule, also sollte man den Kopf eigentlich auch ablegen. Hier auch wieder die Negativwiederholung, also ganz langsam runter, weil die nächste Wiederholung nicht gegangen wäre. Dann an der Hammer-Thranks-Maschine das Schrägbankdrücken im Pitforce-Satz. An dem Tag war die Kraft leider nicht mehr ganz so da. Da hatte ich mit 57,5 Kilo angesetzt. Habe dann aber, wie ihr eben gesehen habt, zweimal die Wiederholung nicht geschafft. Bin dann einmal runter mit dem Gewicht. Dann bin ich nochmal runter mit dem Gewicht. Oder habe ich dann erst geguckt? Also ich bin auf jeden Fall einmal runtergegangen mit dem Gewicht, um meine 20 Wiederholungen hinzubekommen. Ich glaube in knapp unter 4 Minuten, ich glaube 3 Minuten 30 habe ich dafür gebraucht für den kompletten Satz. Bin mehrmals fast ans Muskelversagen gegangen, also ich habe es nie richtig provoziert bei den Sätzen, sondern wenn ich gemerkt habe, dass die Wiederholung noch nicht möglich ist, habe ich es halt nochmal abgesetzt, kurz Pause gemacht und dann wieder rausgedrückt. Ja, dann geht es weiter zu dem Fleiß. Hier gar nicht viel Gewicht genommen, erster Satz 17,5 Kilo, wichtig ist für mich da die Dehnung. Und eine schön langsame Übungsausführung, also dass ich wirklich nur die Brust spüre. ihr seht es am Gesicht, dass das schon gut gebrannt hat. Und da habe ich nochmal alles gegeben, weil das war auch meine letzte Brustübung dann. In dem Spiegel an dem Tag sah die Form gar nicht mal so schlecht aus. Da habe ich schon den einen oder anderen Streifen gesehen. Adern kamen auch ganz gut raus, deswegen musste ich ab und zu auch mal ein bisschen posen. Wie jetzt hier, da sieht man ein paar Streifen in der Schulter schon. Die Ader am Bizeps kommt ganz gut raus. Zu dem Zeitpunkt hatte ich 90 Kilo bzw. knapp 90,8 Kilo an dem Tag. Mittlerweile sind es heute das erste Mal unter 90 Kilo. Dann weiter zum Military Press. Da konnte ich mich die letzte Zeit nicht so gut steigern, aber meine Kraft ist relativ konstant geblieben. Das bedeutet, ich habe hier mit 50 Kilo 3 Sätze absolviert. Erster Satz mit 10 Wiederholungen. Die anderen Sätze dann ein bisschen weniger, wobei ich da nochmal als ich dann keine vollständige Wiederholung mehr geschafft hatte, ein paar Partials eingebaut habe. Also hier seht ihr es jetzt, halbe Wiederholung so hoch wie es geht. Notfalls ein bisschen Schwung aus den Beinen mitgenommen. Und als dann gar nichts mehr ging, habe ich es wieder abgelegt. Hier nochmal aus einer anderen Perspektive. Ich spüre die sehr, sehr, sehr gut in der Schulter. Also ich habe die mal eine lange Zeit rausgeworfen wieder, den Military Press, nachdem ich mich nicht mehr steigern konnte. Aber was ich dann auch für eine Muskelkater allein in den Schultern habe, in der seitlichen Schulter, hier nochmal ein kleines Posing. Das Licht war ganz gut. Was ich dann für Muskelkater in der seitlichen Schulter habe, das ist echt enorm. Danach das Seitheben noch, das mache ich relativ leicht. Dadurch, dass ich das Military Press versuche, relativ schwer zu machen. Das heißt, hier habe ich dann in den nächsten Sätzen oben auch nochmal 1-2 Sekunden die Spannung gehalten. Also wirklich das Gewicht, die Hanteln oben halten und dann erst absenken. Und gibt nochmal einen extra Pump. Nach dem Seitheben, da habe ich auch 3 Sätze ausgeführt. Da bin ich auch von Satz zu Satz leichter gegangen mit den Gewichten, um dass ich das einfach nochmal oben länger halten kann. Trotzdem war es relativ schwer. Meine Gesichtsausdrücke sind in dieser Einheit ziemlich gut, muss ich bemerken. Ja, dann letzte Übung, eine Übung für den Trizeps. Da mache ich die Skull Crushers mit den Kurzhanteln einzeln neben dem Kopf, also richtig schön die Dehnung mitnehmen und dann komplett ausstrecken. Wie ihr seht, greife ich ziemlich am Ende von der Kurzhantel. Das begünstigt nochmal am Ende die Position, dass ich die Handgelenke nochmal begradigen muss und dadurch nochmal mehr Druck auf den Trizeps bekomme. Wenn ich am anderen Ende greifen würde, wäre die Übung wesentlich leichter. Das war es auch schon soweit zu meiner Push-Einheit. Den kompletten Trainingsplan werde ich die Tage vorstellen. Ich habe ihn schon mal in die Kommentare geschrieben im letzten Video, falls ihr euch die Rohstruktur anschauen wollt. Aber soweit war es das erstmal zur Push-Einheit. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Intro gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und ein Abo setzen, falls ihr es noch nicht getan habt. Bis dann, haut rein, bis zum nächsten Mal.